Der Prophet a.s. sagte: Inna Allah yaqul li ahwan ahli an-nar adaban. Law anna laka ma fi al-ard min shay kunta taftadi bih. Qal na'am. Qal faqad sa'altak ma huwa ahwan min hadha wa anta fi sulb Adam. Alla tushrik bi fa abayt illa al-shirk. Sinngemäß übersetzt: Allah wird am jüngsten Tag ein Mensch in der Hölle fragen, der die kleinste Strafe bekommen hat. Und wir wissen, welche Strafe die kleinste Strafe in der Hölle ist. Also der Prophet a.s. sagte, die kleinste Strafe in der Hölle ist, dass man heiße Kohle unter den Füßen bekommt, wodurch sein Gehirn kochen wird. Und das ist Allahu a'lam wie viel Milliarden von Jahren. Und er wird denken, er hätte die höchste Strafe bekommen. Also das Mitleidsgefühl verschwindet am jüngsten Tag. Jetzt, wenn du im Krankenhaus liegst, du denkst immer, ach, nebenan sitzt jemand, der schlimmer ist oder der schlimmer dran ist, der auch Schmerzen hat. Aber in der Hölle verschwindet dieses Gefühl. Jeder denkt, der kleinste Strafe bekommen hat oder die kleinste Strafe in der Hölle bekommen hat, er wird denken, dass er die höchste Strafe bekommt. Das zeigt uns, wie gewaltig die Strafe ist. Allah wird diesen Mensch fragen, der die kleinste Strafe in der Hölle bekommt. Allah wird ihn fragen: Stell dir vor, du hättest jetzt alles, was auf der Erde ist, zu deiner Verfügung, zu deinem Besitz. Wirst du mir das geben, damit ich dich aus der Hölle rausnehme? Der Mensch wird sagen: Oh Allah, ja. Bist du bereit, alles auszugeben, damit ich dich vor der Strafe retten kann? Der Mensch wird sagen: Ja. Stellt ihr euch vor, du besitzt alles auf dieser Erde. Alles an Schätze dieser Erde. Wie viel sind das? Wenn wir jetzt von Bill Gates reden, jeder träumt davon. Bill Gates, der hat Milliarden. Er ist der reichste Mensch dieser Erde. Aber hier ist die Rede von allem, was auf dieser Erde gibt, an Schätze. Mercedes und BMW und Jaguar und die amerikanischen Firmen und die Weltschätze und das Vermögen von dem König in Saudi-Arabien und alles komplett. Ist der Mensch bereit, am jüngsten Tag in der Hölle abzugeben, damit man vor der Strafe gerettet wird? Allah wird ihm sagen: Ich habe von dir weniger verlangt, als du gelebt hast. Ich habe von dir verlangt, dass du mir nichts beigesellst. Aber du wolltest nur die Beigesellung. Oder du warst beharrt auf deine Beigesellung. Allah hat von den Menschen verlangt, dass sie ihm nichts beigesellen. Ist das schwer, dass du sagst, La ilaha illallah, und danach handelst? Allah wird diesen Menschen am jüngsten Tag sagen: Ich habe von dir viel weniger verlangt, als das, was du mir jetzt geben willst, damit ich dich von der Strafe befreien werde. Denn Allah sagt im Koran: An dem Tag wird keiner bestrafen wie er.
An dem Tag wird keiner bestrafen wie Allah. Um das zu verinnerlichen, denkt mal an die schlimmste Strafe auf dieser Erde. Was ist die schlimmste Strafe? Könnt ihr euch vorstellen, dass jemand hier kommt und wir ziehen ihn nackt und wir verbrennen ihn? Ist gewaltig, oder? Oder dass wir vielleicht ihn mit Strom schocken? Das ist gewaltig. Allah sagt im Koran, an dem Tag bestraft keiner wie Allah. Warum? Weil Allah gerecht ist. Allah verlangt von uns, nur zu sagen, La ilaha illallah. Die Sünden, die man macht, Allah ist allvergebend, barmherzig, aber das ist die Sünde, die Allah nicht vergibt. Wenn jemand sagt, Jesus ist Gott, astaghfirullah al-azim, und man glaubt daran, wenn jemand sagt, Maria ist Göttin, astaghfirullah al-azim, man glaubt daran, oder man gibt Allah menschliche Eigenschaften, das ist die Sünde, die Allah nicht vergibt. Und das ist die größte Unverschämtheit gegenüber Allah. Und wer daran glaubt und wer immer doch darauf beharrt ist, dass neben Gott andere Götter gibt, die angebetet werden dürfen, Wallah, der kommt nie aus der Hölle raus. Und man soll sich an diesen Hadith erinnern. An diesem Tag, derjenige, der die kleinste Strafe in der Hölle bekommt, ist bereit, die gesamte Erde und ihre Schätze dafür zu geben, dass er nicht bestraft wird. Möge Allah uns bewahren vor dieser Strafe, inshallah.